So, und damit herzlich willkommen schon zur vierten Folge Foundry in der Demo. Ich habe wieder sehr, sehr viel Bock. Ich hoffe ihr auch. Wenn euch das Let's Play hier gefällt, dann vergesst auf jeden Fall nicht den Daumen nach oben, das Abo und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Das pusht auf jeden Fall den Algorithmus für meine Videos. Ich freue mich auf das neue, auf die neue Folge. Ja, und damit let's go. Ich muss mal ganz kurz reinkommen. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich bin auch heute, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so auf der Höhe. Ich werde krank, beziehungsweise bin schon krank. Ich merke das schon, ich habe Halsschmerzen, ein bisschen Kopf und so. Also verlangt heute nicht so viel von mir. Es könnte die Folge sein, wo ein bisschen was schief läuft. Auf jeden Fall wollten wir, genau, wir wollten die Science Pack 2 Dinger herstellen. Dazu brauchen wir mechanische Teile. Genau, richtig, stimmt. Hier machen wir schon mächtig viel Platten. Output, Output. Da können wir schon mal ein Band voll Platten schieben. So, und hier machen wir den Intake. Und hier stellen wir ein, dass wir mechanische Parts, also Teile herstellen. Der braucht 40 Platten pro Minute. Der stellt 20 her. Der stellt auch 20 her. Okay, also. Müssten hier noch zwei hinstellen, damit wir noch eine Maschine mit Maschinenparts füttern könnten. Machen wir das doch gleich mal. So. Und dann binden wir den Bums jetzt mit Förderbändern an. Dann dürften wir immer noch nicht alles abbauen. Also noch nicht alles verwenden, was die da... Oder? Ja, doch, könnte schon sein. Könnte doch schon sein. Also wir könnten hier theoretisch noch einen hinstellen und hier drauf laden. Das geht auch. Das würde funktionieren. Jetzt können wir aber erstmal hier wieder abladen. Ne? So, und dann bauen wir jetzt hier einfach nur eine Maschine hin, die auch Maschinenparts herstellt. Du stellst bitte auch Maschinenparts her. So, dann machen wir 80 Maschinenparts pro Minute, wenn die Maschine jetzt auch läuft. Dann können wir die hier hinten schon mal rausholen, die Maschinenparts. Machen wir auch gleich mal. Ich stelle hier noch ein paar Foundations hin. Alles foundationisieren. So. Wofür haben wir jetzt Maschinenparts gebraucht? Für Bänder. Ich glaube, eine Maschine mit Maschinenparts reicht. Ich glaube, eine nehme ich mal wieder weg. Und stell da lieber was anderes ein. Und zwar machen wir hier schon Intake mit Platten. Stell aber ein, dass der jetzt hier genau die Bänder herstellt. Und hier holt er auch rein. Sehr gut. Wie viele Bänder macht er jetzt? 40 pro Minute, ne? Top. Und hier können wir die Bänder dann rausholen. Es sieht schon professioneller aus als das da unten, ne? Das hier. Es sieht schon, wenn das alles so ein bisschen in Reihe steht und die Bänder aufeinander aufbauend gelegt sind. Ich meine, es geht noch schöner, aber das wird schon. Guck mal hier. Jetzt macht er Förderbänder für uns. Jetzt könnten wir das Ding hier daneben stellen und sagen, bam. So, du brauchst jetzt Förderbänder und das da. Hm, okay, okay. Naja, dann laden wir erstmal ein. Kommen die Förderbänder erstmal rein in die Maschine. Und wir brauchen jetzt Foundations. Foundations stellen wir aus Platten her und Technum Rods. So. Ich glaube,
dass wir ja hier, wie viele Platten stellen wir jetzt insgesamt her? 20, 40, 80, ne? 80 Platten. So. Der möchte von uns 40 Platten haben und der möchte von uns auch 40 Platten haben. Das heißt, das, was wir an Platten herstellen, geht für die beiden Maschinen drauf. Und wir bräuchten jetzt theoretisch eine größere Platten-Manufacturing. Dafür 20, 20, 20, 80. Wie viel produzierst du? 50? Ja, der ist voll. Der ist voll. Naja, ich würde jetzt einfach hier nochmal nochmal einen Miner hinstellen. Wie sieht's gerade mit unserem Strom aus? Läuft das noch? Strom? Ja. Wir müssen uns gleich um Strom kümmern. Machen wir hier noch Material. Material. So. Das schieben wir mit auf das Band. Und dann stellen wir einfach noch zwei Schmelzer dahin. Ein Miner, zwei Schmelzer. Die Umrechnungszahl müssen wir uns merken. Toggle, Output. Nice. Wie viel passt auf so ein Band? 160 pro Minute. Ja. Ja, das sollte noch ausreichen. 160 pro Minute, das sollte noch ausreichen. Wir haben noch zwei Schmelzer. Na denn, stellen wir die doch hier hin. So, die müssten jetzt arbeiten. Genau. Sehr gut. Müssen wir die ganzen Bümschen noch outputten. Hier einen drauf, da einen drauf. Sehr gut. Sollte passen. Output. Okay, jetzt stellen wir nochmal 40 Platten her. 40 Platten. Und ich stelle jetzt hier einfach mal auf die Seite auch einen hin. Und sage, ich möchte hier Foundations herstellen. Dann machen wir Platten und Rods. Platten und Rods. Na, jetzt fängt es nämlich an. Okay. So, der schnabuliert sich hier schon die Platten. Das ist gut. Jetzt müssen wir uns die Rods holen. Ich mache hier schon mal den für die Rods hin, den Intake. So, jetzt haben wir hier eine schöne Treppe gebaut. Von da oben holen wir uns jetzt die Rods. Und dann sollte das klappen. Wir haben keine Power mehr. Ja, okay. Also müssen wir uns erstmal um Biomasse kümmern. Biomasse. Ich bin ein großer Baumfäller. Ich reiß hier alles ab, was pflanzlich ist. Ja, es wird Zeit, dass wir vielleicht mal von der Biomasse wegkommen und irgendeine andere Antriebsmöglichkeit finden für unsere Geräte. Ja, wir haben jetzt über 600 Biomasse, das sollte reichen für den Anfang. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist denn hier unser... Wo geht's hier in die Höhle? War das hier? Ja, hier. Über den Fluss. Ich muss mir den Fluss merken. So, und 100 tun wir mal gleich in den Burner rein. Ja, sehr gut. Wir haben noch echt viele Treppen gebaut, ne? Die ich einfach mit mir rumschleppe. Egal. So, wir wollten hier oben weitermachen. Wir brauchen... Ich mach mal zwei Miner noch hin. Für das Zeug hier. Da einen hin und da einen hin. Sehr gut. Die sollten gleich anfangen zu arbeiten. Dann wollen wir noch ein paar Loader. Und Schmelzer. Fehlt mir ein bisschen Material, das hole ich mir gleich. So, der erste Schmelzer kriegt schon Material. Jetzt wollen wir noch einen dahin.
und ein Loader. So, die beiden stellen jetzt insgesamt 40 Technum Rods her. Wie viele Platten kriegen wir jetzt da in die Maschine rein? Wir haben jetzt hier noch zwei Anlagen gebaut, die machen 40. Okay. 40 Platten. Und dann machen wir einfach jetzt noch 40 Rods rein, obwohl die Platten ja eigentlich 6 zu 4, also 6 zu 4 Platten zu Rods sind. Egal. Ist nicht ganz ausgeklügelt, aber es sollte erstmal funktionieren, dass wir Science Packs 2 herstellen. Und ja. Kommen jetzt die ersten Techno-Rods an, ja. Genau. Jetzt müssen wir nur noch hier drunter einband und dann geht's los. So, jetzt stellt der Foundations her. Okay. Jetzt müssen wir nur noch das Ding mit dem da verbinden. So. Und jetzt stellt das Ding Science Packs her, oder? Müsste. Okay, jetzt müssen wir das da mit dem da verbinden. Okay, cool, cool, cool. Machen wir das am dümmsten. Ich glaube, ich mache das unterirdisch. Weil ich glaube, das wird auch in der nächsten Zeit der Way to Go sein, das alles ein bisschen unterirdischer zu machen. Die sind auch falsch. Die müssen ja andersrum. Die müssen ja hoch. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So müssen die. So, jetzt müssen wir das damit verbinden können. Machen wir nochmal zwei Rampen. Auch noch eine hin. Und hier dann ein Band. Zack. So. Jetzt kommen die ersten Science Packs hier raus. Jetzt machen wir das noch zu, damit niemand weiß, was wir hier tun. Oh ja, geht. Und hier unten auch. Okay. So, jetzt müsste geforscht werden. Jetzt kriegen wir Rot und Blau hier rein. Fast schon am Überlegen, ob ich noch so ein Control Center baue. Einfach, weil ich es kann. Ich glaube, ich mache das auch. Das werden wir hier noch hinstellen und dann nehmen wir von da und von da noch die Science Packs runter. Und dann müsste es doppelt so schnell gehen, hoffe ich. So, jetzt müsste es doppelt so schnell gehen und wir können hier immer auf Research klicken. Top. Sehr gut. Wie sieht es jetzt mit dem... Ja, Biomasse ist wieder ein bisschen runtergegangen. Wie viel Strom produzieren wir gerade? Wir müssen gerade tatsächlich fast 2 Megawatt rauspumpen und er macht halt nur 2 Megawatt. Ja, ja, ja. I know. Okay. Haben wir noch so einen... Ich mache jetzt einfach mal noch so einen Generator hin. Dann verbrennt er unsere Biomasse... zweimal so schnell, aber wir können mit dem neuen Stromoutput umgehen. Und dann so? Geht das? Geht das? Geht das? Oder macht ihr das nicht? Wenn ich jetzt sage, hier, Intake, Invalid Connection. Schade. No Power. Ja, das dachte ich mir schon fast. Wir müssen auch gleich nochmal Biomasse besorgen.
So, wie sieht es jetzt aus? Ja. 1,6. Ja, dann machen wir jetzt doppelt so viel. Das sieht gut aus. Aber wir müssen Biomasse besorgen. Schon wieder. Ja, irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass die Biomasse nicht nachwächst, weil hier das Tal jetzt immer noch leer gefegt ist mit Bäumen. Wie viel? Warte mal, ich will mal was kurz gucken. Wie viel machen wir jetzt davon? 120 pro Minute. Wie viel willst du haben? 12! 12! Wie viel machen wir von denen? 40 pro Minute. Warte mal, da möchtest du 12 haben, dann machen wir 40. Wir können sehr viel mehr von den Maschinen hinbauen. Erstmal Biomasse besorgen. Ich will auch gleich mal was probieren. Ich habe nämlich eine Vermutung, was wir auch verbrennen können. Könnten. Ich guck mal. Noch so ein Generator. Machen wir mal zwei. Ich glaube nämlich, dass ich das Zeug hier verbrennen kann. Weil, um Stahl zu machen, brauche ich, wie heißt es gleich noch? Xenophyrit und Ignium. So. Und meine Vermutung ist, dass Xenophyrit ein anderes Wort oder ein außerirdisches Wort ist für Eisen und das Ignium Kohle ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich probiere das jetzt einfach mal zu verbrennen. Weil da auch irgendwas mit Megajoule steht. Fuel Megajoule, keine Ahnung. Das funktioniert? Das gibt's ja gar nicht. Der verbrennt das. Oh mein Gott, ja. Scheiß doch mal auf Biomasse. Jetzt haben wir das Zeug. Jetzt verbrennen wir einfach den Scheiß. Ja, dann lasse ich da unten die Biomasse auslaufen oder was oder wie. Und dann verbrennen wir weiter jetzt hier das Ignium. Wenn wir davon so ein Riesenvorkommen haben. Lol, naja, das ist doch Kohle. Das ist Kohle, Leute. Ich wusste es. Wahrscheinlich hätte ich das ein bisschen lesen sollen, aber ihr wisst, Englisch 3, habe ich nicht gecheckt. So. Okay, hier kann man das zusammentun, ne? Also, hier könnte man das dann zusammentun und daraus dann im Prinzip dann Stahl herstellen. Das haben wir schon. Bänder 2, sehe ich noch nicht, dass wir das brauchen. Inventory, Character, Crafting Speed. Brauchen wir auch nicht. Mining Speed machen wir mal. Will 50 von jeder Sorte haben. Ja, ist ja kein Problem. Ich brauche ein paar Einzelteile. So, ich glaube, ich habe es jetzt. Also es war kompliziert, das hier so einzurichten. Aber ich glaube, ich habe es jetzt. Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch hier hinten irgendwie das Band mit den Science Packs machen, ne? Ich glaube, da lösche ich nochmal das hier und ändere das nochmal um. Wir sehen uns gleich nochmal. So. Wir bräuchten jetzt eigentlich einen Loader. Einen Loader Second Lane. Können wir das vielleicht nochmal ändern? Hallo. Können wir das ändern? Ich brauche einen Loader Second Lane. Research, bitte. Macht er das jetzt gleich? Macht er. Okay. Der Loader Second Lane ist jetzt sehr wichtig.
damit wir das hier hinten irgendwie hingemogelt kriegen. Ne? Also der muss jetzt hier hinten auf der Second Lane outloaden. Digga. Steinendgegner. Der muss jetzt hier auf der Second Lane outloaden. Also hier drauf. Die Science Packs. Aber wir sammeln ja jetzt Science Packs. Also das ist ganz gut so. Und der produziert. Oder? Ja. Nice. Man müsste auch hier runterschieben. So, hier wird noch fleißig Biomasse verbrannt. Das brauchen wir aber gar nicht mehr. Weil wir hier oben jetzt Ignium verbrennen. Das ist so offensichtlich, aber irgendwie habe ich das nicht gecheckt. Aber ja, die verbrennen jetzt das Zeug hier. Geil. Geil Nomad. Ja, das hätte man ein bisschen schlauer hinstellen können, alles, aber das ist halt dem geschuldet, dass ich erst später gemerkt habe, okay, ich könnte jetzt doch mehr Science Packs herstellen. Naja. So, bevor die Second Layer Loader jetzt fertig sind, würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Foundry in der Demo hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Abo-Knopf nicht, den Daumen nach oben und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!